Willkommen zurück zu City Transport Simulator Tram. Ich begrüße euch zur dritten Folge. Ganz kurz vorab, ich konnte mir jetzt bisher noch nicht eure Kommentare zu den ersten beiden Folgen angucken, weil die aufgenommen worden sind vor Release des Spiels auf einer Vorab-Version. Auch diese Folge hier heute nehme ich ebenfalls vorab auf. Das heißt also, ich konnte jetzt noch nicht auf die Release-Version in irgendeiner Form eingehen. Das ist immer noch eine Vorab-Version, die ich euch hier zeige. Allerdings, ja, wird sich da jetzt nicht so viel dran ändern. Wir fahren heute mal Folgendes, und zwar die Linie 3 mal ab. Die sind wir nämlich bisher noch nicht gefahren. Wir sind nämlich die Linie 1 gefahren und die Linie 4, die wir neulich erst erstellt haben. Und jetzt fahren wir mal die Linie 3 zusammen ab. Dafür starten wir die Sitzung, nehmen uns unser Fahrzeug. Wir haben immer noch die Ulf A1 oder den Ulf A1 und fahren die Linie 3, fahren los in Englundsdorf, fahren nach Am Weidensee und fahren mal. Ich würde sagen, schön so zur Mittagszeit. 13 Uhr ist gut, 13:15 Uhr. Und starten das Ganze. Ja. Ich habe übrigens gesehen, anscheinend gibt es irgendwo auch ein ÖBB-Logo. Also ein DB-Logo haben wir schon gesehen. ÖBB gibt es anscheinend auch. Auch diese Lizenz ist wohl vorhanden. Ganz interessant eigentlich. Die HL haben wir auch schon gesehen. Ja, also so ein paar Logos sind auf jeden Fall vorhanden aus der echten Welt, was den Spielspaß natürlich um einiges erhöht, wenn man da dann wirklich in einer fiktiven Stadt dennoch eben Sachen sieht, die Realität darstellen oder markieren. Ne? So ein paar Realitätsmarker. Und ich finde, das macht das ganze Erlebnis doch nochmal ein bisschen immersiver und vor allen Dingen stört es dann auch nicht so sehr, dass die Karte rein fiktiv ist. Wir geben die Türen frei. Schalten das, ja, nee, das Führerraumlicht brauchen wir nicht, aber die Fahrgastraumbeleuchtung, die machen wir nochmal an. Kann auch übrigens hier aufstehen und uns bewegen. Ne? Kann hier einmal hier durchlaufen. Einmal durch unser Tram. Ja, gut, aber brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dann setzen wir uns wieder hin und fahren los. Also ich glaube zumindest, dass wir hier bisher noch nicht gefahren sind. Haltestelle Löwenstraße. Müsste aber eigentlich. So, Ampel zeigt Fahrt an. Ab hier gelten die 20 und ab hier vorne dann 40, sobald unsere ganze Tram dran vorbeigefahren ist. Was mir sehr gefällt, das sind hier diese Außenspiegel, beziehungsweise das hier ist eben der Spiegel und das ist eine Kamera. So, hier geht es für uns nach rechts. Was mir noch gefallen würde, wäre, wenn der Zoom der Kamera stufenlos wäre. Das fände ich noch ganz schön. So. Einmal mit 50 hier langbrausen. Ja, Mensch, fahren Sie doch. Ja, klar, aus dem Nichts taucht jetzt ein Transporter auf. Natürlich. Und wir halten an. Gut, ein perfekter Halt war das nicht.
So, ich glaube, wir dürfen fahren. Nee, Moment. Machen Sie doch die Türen zu. Geben Sie die frei. So. So, Ampel ist grün. Ich hoffe, wir kriegen sie noch. Zu früh abgefahren. Oh. Haltestelle Sonnengasse. So. Und angehalten. Arkaden. So, ich glaube, wir haben noch, also wir müssen noch die 40 Sekunden warten. So, Tür schließt sich. Ampel ist sowieso, ja, steht für uns auf Fahrt. Fahren wir mal los. Na, ah, schon wieder zu früh abgefahren. Toll, hätten auch stehen bleiben können jetzt, wo unsere Ampel sowieso rot ist. Egal. Schön, die Autos blinken hier auch. Sonnenblumen. Eine Trauerweide. Sehr schön. Die Sonnenblumen sind aber groß, oder? Ich hoffe, es biegt jetzt keiner hier links ab, in mich reingefahren. Hey, Level 8. Haltestelle Lauritorstraße. Mediamarkt. War etwas sehr schnell in die Kurve hineingefahren. Na gut, also viel los ist auf dieser Linie jetzt nicht. Ne? Haltestelle verfehlt. Wie bitte? Was heißt denn hier Haltestelle verfehlt? Also jetzt mal ehrlich. Ich fasse es nicht. Haltestelle verfehlt, sagt er mir einfach. Bald. Haltestelle Eichenweg. Das wird wohl eine, ja. Also ich glaube, man weiß, welche Tankstelle das sein soll. So, steigen Sie ein da hinten. So, und Abfahrt. Wir fahren geradeaus weiter. Initiative zur Personenbeförderung abgeschlossen. Huch. Das war die falsche Taste. Sorry. Ich habe aus Versehen eine Notbremse eingelegt. Haltestelle am Weidensee. Fahrtende. Bitte aussteigen.
So, Ampel schaltet um. Und wir müssen hier nach rechts. Ampel erlaubt uns auch die Fahrt nach rechts. Und dann sind wir jetzt gleich an unserer Endhaltestelle und fahren dann noch wieder zurück. Das finde ich auf jeden Fall ein bisschen bedenklich, dass da die Autos so drüber fahren. Andererseits, okay, ich kenne das auch aus meiner Stadt, dass die Straßenbahn in der Mitte der Straße halt eben hält und daneben ist noch eine Autospur und dann kommt natürlich erst die Haltestelle und das ist halt immer wirklich unfassbar gefährlich und ich habe das so oft schon selbst miterlebt, dass wenn man hier aussteigen möchte an diesen Haltestellen, dass dann da, ja, sagen wir mal, irgendjemand nicht beachtet, dass man die Straßenbahn in der Zeit nicht überholen darf. Und da einfach durchfährt. Ist mir tatsächlich auch schon einmal passiert, dass da, also sagen wir so, da hat nicht mehr viel gefehlt, dass mich da mal ein Auto fast erfasst hätte. Ja, also war jetzt nicht so schön, die Erfahrung. Ich finde solche Haltestellen, ja, also die sind schon sehr gefährlich. Die haben ein großes Gefahrenpotenzial. Weil eben einfach viele Autofahrer, ja, sagen wir mal, sehr unachtsam sind. Haltestelle Eichenweg. So, wir fahren geradeaus weiter. Und da ist auch schon der Eichenweg. Turbo and Tenacious. Bolt Patrol. Cliff Trotter. Pebble Boulder und Shelly Rodriguez. Oh Gott. Da hat sich aber echt jemand einen Spaß erlaubt. So, wir fahren geradeaus weiter. Dürfen wir fahren? Ich habe noch kein Ding gehört. Aber okay, wir dürfen. Haltestelle Lauritorstraße. So, wir dürfen hier nur 20 fahren um die Kurve. Und ab hier dann 50. Ich habe das immer noch nicht ganz mit den Blinkern verstanden. Also, das funktioniert manchmal einfach nicht. Huch, ich wollte nicht aufstehen. So, wir dürfen. Ah, schon wieder die falsche Taste. Ich drücke nämlich manchmal D
um die Leistung rauszunehmen, was halt leider aus dem TSW bzw. aus dem Train Simulator eben kommt. Oh, wir hätten nicht fahren dürfen. Upsi. Haltestelle Sonnengasse. Also das müsste man auch besser sichern, weil ich kann mir vorstellen, dass hier sehr viele Autos einfach durchbrettern. Also zumindest hat da so ein bisschen die Fahrbahnmarkierung noch gefehlt. Wir dürfen. Wie, meine Türen sind doch offen. Da ist der Kollege. Einmal kurz grüßen. Moin, Harry. Haltestelle Löwenstraße. So, da ist eine Ampel. Okay, wir dürfen fahren. Ja, fahr doch. Mensch. Fährt hier so einen dicken Wagen, aber schleicht durch die Gegend. So. Wir halten an. Und geben die Türen frei. Und auf geht's zur Löwenstraße. Hier staut es sich ein bisschen. Sieht ein bisschen aus wie ein Audi, ne? Boah, das war knapp. So, wir biegen links ab. So, wir dürfen fahren. Und hier geht es dann nach rechts. Nein, anderes rechts. Ja, ich krieg das mit den Blinkern einfach nicht hin. Ah, ach, mit der rechten. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn man mit der rechten Maustaste drauf drückt, dann blinkt er auch nach rechts und mit der linken Maustaste blinkt er nach links. Jetzt habe ich das verstanden, dass man die rechte Maustaste auch dafür benutzen kann. Okay. Hat nur 3 Folgen gedauert. So. Gut, dann hätten wir das einmal geschafft hier. Hier sehen wir auch den Stadtplan übrigens. Unser aktueller Stadtplan da links mit unseren Linien eingezeichnet. So. Also normalerweise kommt ja die Meldung, ob man jetzt die Wartezeit nicht überspringen möchte. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zurück zum Hauptmenü.
Holen uns mal hier unsere 500 XP ab. Und gucken mal auf die Statistik drauf. 5 Kilometer sind wir gefahren. Haben eine Ampel ignoriert. Naja, Strecke abgeschlossen 1. Fahrgäste befördert 48. Perfekter Stops. Immerhin einer. Und gehen mal in den Karrieremodus rein und verwalten mal unseren Betrieb. Wir haben nämlich eine neue E-Mail von Herbert Strass. Moin Peter Pedersen, mit deinem Fortschritt bei TSP-Bahn möchte ich dich daran erinnern, wie wichtig der Erhalt deiner Kompetenzen als Straßenbahnfahrer ist, obwohl deine zunehmende Beteiligung an der Streckenplanung und an Managementaufgaben lobenswert ist, ist es wichtig, dass du die betriebliche Seite unseres Unternehmens nicht aus den Augen verlierst. Ich verstehe den Reiz von neuen Aufgaben und Herausforderungen, dennoch bleibt dein Können im Führerraum ein Eckpfeiler deiner Rolle. Durch diese praktischen Erfahrungen erhältst du wertvolle Einblicke, die dein Verständnis für unsere Abläufe tiefgehend prägen. Bewahre auch weiterhin denselben Fleiß und dieselbe Zielstrebigkeit, die dich so weit gebracht hat, Peter Pedersen. Dein Potenzial, etwas Großartiges zu leisten, ist unbestreitbar. Ja, vielen Dank, lieber Herbert. Also mehr Süßholzraspeln geht auch willkommen, ne? Noch was? Ach so, das hier, Engagement für Nachhaltigkeit. Bla 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 bla, deine Bemühungen, da 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 da. Spielen auch wichtige Rolle, ökologische Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, muss ich irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich habe einen Vorschlag, der dich interessieren könnte. Ist dir die Prozentzahl auf dem linken Bildschirm der Ulfstraßenbahn aufgefallen? Diese Zahl zeigt an, wie energieeffizient du fährst. Behalte sie im Auge und optimiere deine Fahrweise, um möglichst viel Energie zu sparen. Ja, interessant. Okay, das ist mir tatsächlich bisher noch nicht aufgefallen. Aber wir könnten mal Folgendes machen, und zwar gucken wir uns einmal kurz unsere Linien an. Wir haben nämlich auf der Linie 4 haben wir 3 Fahrzeuge, auf den anderen beiden Linien haben wir jeweils 2 Fahrzeuge. Und da könnten wir halt entweder ja noch ein Fahrzeug mit hinzunehmen, oder wir nehmen noch eine neue Linie mit hinzu. Das könnten wir natürlich auch machen. Fahrpläne bearbeiten, wenn wir bei Linie 1 das Intervall auf 10 Minuten runtersetzen, dann könnten wir theoretisch 3 Fahrzeuge, nämlich, wenn ich das richtig sehe, auswählen. Und dann können wir, ja, das weiß ich alles, und dann können wir hier zum Markt und können uns noch eine Ulf A1 kaufen. Genau, das hätten wir dann an dieser Stelle. Und dann können wir hier auf das Plus drücken und haben dann jetzt 3 Fahrzeuge und haben dann mehr Coverage und die Linienzufriedenheit steigt auch damit. Ich würde sagen, das ist keine schlechte Idee. Zurück. Genau, jetzt haben wir auch tatsächlich das Intervall geringer gesetzt. Mindestpausenzeit nehmen wir sogar auch mal vielleicht eine Minute runter. Ja, das passt soweit. Genau, also wir müssen natürlich darauf achten, dass die Fahrzeuge nicht irgendwie, dass 2 von denen irgendwie gleichzeitig da stehen, am gleichen Start- oder Endplatz. Das sollte natürlich nicht sein. Aber das dürfte hier nicht der Fall sein. Und wir können ja eigentlich noch die Zeit, ja, noch ein bisschen erhöhen, die Endzeit bis 21.30 Uhr. Genau, dann haben wir das. Dann haben wir die Linie 1 schon mal ein bisschen optimiert. Jetzt weiß ich nicht so genau, also das hier oben rechts ist ja unsere Währung, mit der wir zahlen. Ich weiß jetzt immer noch nicht ganz genau, wie wir an das hier rankommen. Ne? Also wie wir mehr von dieser Währung bekommen. Und ich weiß auch nicht, was diese 940 genau heißen sollen. Das ist mir alles noch nicht ganz klar, muss ich an dieser Stelle sagen. Hier steht auch nicht so genau, wie wie ökonomisch die Linien sind. Also hier steht zwar was von Fahrgastkapazität und Zufriedenheit, aber so richtig zum Thema Ökonomie steht da jetzt auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum hier jetzt wieder steht Fahrzeuge 3 von 2. Eigentlich müsste da doch 3 von 3 stehen. Ich weiß auch nicht, wie wir 3 von 2 Fahrzeugen haben können. Also haben wir 1 zu viel. Und das Intervall hatten wir doch auch runtergestellt. Moment mal. Linien verwalten, Linie 1. Ne, Moment.
So ging das nicht, sondern hier die Linienstatistiken. Genau. Ich dachte, wir haben auf der Linie 1, haben wir das nicht gespeichert? Ich glaube, wir haben es nicht gespeichert, ne? Kann das sein? Nächster Schritt. 3 von 3 Fahrzeugen. Nächster Schritt. Ah, okay, wir haben es nicht gespeichert. Linie speichern und verlassen. So, jetzt haben wir das umgestellt tatsächlich. Linie 1 müsste jetzt 3 Fahrzeuge haben. 3 von 3, okay. Intervall 10 Minuten. Ja. Also da müssen wir mal noch so ein bisschen die Augen offen halten, wie wir unsere Linien idealerweise verbessern können. Ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir eine neue Linie machen und befahren die dann auch. Vielleicht starten wir wieder vom Hauptbahnhof und fahren dann diesmal in den Nordosten nach Lichterallee oder wir erschließen mal den Westen der Stadt. Können dann vielleicht Richtung Puls Center oder Engelsbrunnen fahren. Ja, aber das würde ich sagen, schauen wir dann mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann danach wieder. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.